in Den Haag. Statt der erwarteten 5000 Teilnehmer kamen nur 10. Nachdem Erzbischof Simonis erklärte, dass britische und loyale Katholiken keinen Zugang zu den Kraftkammern finden, sammeln die Kirchenzusammenkunft die einzige Alternative. Aber sprechen so Papstgegner? Vater Bischof von Rome, Vorsitzender von der Liebdebund von Katholiken. Da man befürchtete, der Papst bekomme nur gefilterte Informationen über Holland, ließ man hunderte. Untersucht, wie Karol Wojtyła, als sie dann noch unser Kulturprofessor war, die Rolle einer. Abgeben auf die Acting Person. Abgeben auf 287. Die Struktur. Einer menschlichen Gemeinschaft, wenn sie nicht allein Raum lässt für eine berechtigte Opposition, sondern auch für das praktische Wirken einer Opposition, welche gefördert wird durch das Gemeinwohl und das Recht auf Teilhabe an der Gemeinschaft. Im Bistum Schertogenbosch wird der Besuch des Papstes mit besonderer Spannung erwartet. Denn hier kam es, als vor einigen Monaten Monsignor Tesschüre zum Bischof ernannt wurde, zu einem kleinen Aufstand. 31 Dechanten protestierten öffentlich gegen die ihrer Meinung nach die bischöfliche Kasse einzustellen. Auch bei der einfachen Bevölkerung wurde die Ernennung des als autoritär geltenden Bischofs Tesschüre wie ein Schlag gegen die jahrelange Arbeit seiner sehr beliebten Vorgänger Bleußen und Beckers verstanden. Jubel um den Papst lässt von der Empörung des Kirchenvolkes freilich nichts erkennen. Zugang zu den Feierlichkeiten. Ultramontan beschimpfte, die sich jenseits der Berge orientierten, statt die Interessen des eigenen Vaterlandes zu vertreten. Audenboss, nicht weit von Dreda, erinnert noch heute ein Denkmal an. In der Vergangenheit haben Hollands Nonnen und Mönche eine bedeutende Rolle in der Weltmission, aber auch Abtbaren im Fernsehen verfolgt. Gibt, sondern stattdessen der Ausschluss angedroht wird für Gruppen mit diesem Umfang. Katholiken in Verwirrung geraten. Einerseits bekommt man nicht mehr die gute Information und dann denkt man vor allem an die Kirche.